Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Konarium. Sketchbook. Okay. Interessant, was da für eine Abbildung war. Hier gibt es leider nichts. Zeises. Aussprache der Zeises. Okay. Defersar, der legendäre Trunk aus den ältesten Mythen. Ich hörte zum ersten Mal von mehreren Jahrzehnten von dieser... komm. Was ist das? Ruin der uralten Stadt, gigantische Stadt, Berge des Wahnsinns, Gesundheit. Aber irgendwie fehlt noch der... Okay, dann haben wir das auch. Dann können wir jetzt zum Fahrstuhl und unseren Schattenfreund hinterher. Können, aber sie wissen, ich suche sie weiter, das ist der einzige Weg. Okay. Hey, hey, can you hear me? Damn it. Wo ist er? Das möchten wir alle wissen. Okay, wir sind in der Basis. Oben ist der Turm, unten ist der Höhleneingang. Wir fahren als erstes nach oben. Mal schauen, was uns auf dem Turm erwartet. Falls ihr das ein oder andere Störgeräusch hören solltet, von meiner Seite aus, ich trinke hier gerade einen Kaffee. Und ja. Wartet mal, ich möchte gern den Handschuh wieder haben. Alter. What the? Was bist du? This is amazing. Most of the ground level structures have been crumbled and rounded from untold eons of savage storms, and thus weathered into shapeless ruins. However, both the ground level and cavern systems below are clearly displayed in these bas reliefs. The most striking features depicted in this grand panorama, I believe, are the tall, occasional towering spires, which somehow resemble a lighthouse. They all seem like focusing a light beam towards a colossal structure in the center. Could there be some sort of religious meaning behind this? Or simply something that has a more practical use? I'm not sure. Das sieht aber gut aus, also...
Hey, gibt's. Alles klar, was ist. So, this is the strong light that can be seen from ground level. Okay. Kann man hier irgendwas dran machen? Nee. Schade. Das heißt, wir müssen dann wohl runter. Warte mal, es geht noch höher? Lol, das habe ich jetzt erst gesehen. Dann fahren wir gleich doch mal höher. Nee, da will ich nicht hin. Lass mich hochfahren. Los! Ah, die Fahrstuhlfahrt kann ich wohl nicht überspringen. So, hier waren wir. Wir fahren noch eins höher. Hallo? Das mag mich nicht, das Spiel. Also fahren wir doch nach unten. Naja, fahren wir mal eine Runde Fahrstuhl. So. Und gleich noch eins runter. Na dann, was erwartet uns im Keller? Die erste Erkundungsmission mit dem U-Boot gab Aufschluss, bla bla bla. Oha, dort ist auch so ein Knubbelball. Was? Zum. Okay, jetzt kriege ich Angst. Ich hoffe nicht, dass ich hier kämpfen muss. Merkwürdige Vegetation, Pflanzen, Luftströmung, okay. Hey, anyone here? Na, das geht nach James? Oben. Okay. Dr. Morgan? Anybody? Where are they, for God's sake? Geräusche. Na, das machen wir noch nicht. Wir gucken erst mal. These ivy-like plants are blocking the way. Okay. Ey, das ist richtig gut gemacht, das Spiel. Also, ich kann das nur jedem empfehlen. Gönnt es euch. So, der Strahl geht hier rein. Hier kann ich aber nichts machen. Hier ist eine Kiste, da kann ich auch nichts machen. Okay. Und von da sind wir gekommen. Okay. Dann. Huch. Hä? Wo ist das Teil hin? Hier. Was passiert? Was?
Was zum... Das ist seltsam. Was sind das für Eier? Die sehen wirklich aus wie aus dem Film Aliens, diese Eier, wo diese Alien-Hände rauskommen. Die eben das Alien da in den Körper setzen. Sehr interessant gemacht. Okay, hier geht's weiter. Das ist nur eine Lampe, gut. Ich habe gerade so ein bisschen Panik, was auf mich zukommt gleich. Es kann ja nur schlimm werden. Es ist überall das Gleiche. Okay, piepen tut auch nichts. In die Höhle gehen wir gleich. Okay. Hier sind so eine Fratzen. Von da sind wir gekommen. Kommt man hier irgendwie hoch? Ja. Das Seil brauchen wir nicht. Okay. What was that I've just seen? Ei. Es hört sich schon so an, als ob es gleich zusammenstürzt. Das ist ein blauer Kristall, hier ist ein bisschen Pflanzengedöns. Das scheint mir eine Tür zu sein. This wall seems weak. I think I can tear it down with some effort. Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir die Höhle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye bye.